Hallo, meine lieben Freunde. Ihr seht, ich bin hier plötzlich total woanders. Und lass mich gerade mal schauen. Da hinten, guck mal hier. Hier ist euer Balloonhead. Natürlich euer Balloonhead. Ich schieß mal da hinten was rein. Pans. Und zwar möchte ich euch zeigen, how to survive a Blood Moon Night in 7 Days to Die. Genau, wie man eine Blutmondnacht in 7 Days to Die überlebt. Vorbereitung. Ganz wichtig, Vorbereitung. Die sind hier gerade bei mir ins Haus eingebrochen dort. Also nicht mein wirkliches Haus, aber mein Zwischenhaus. Und haben mich hochgenommen. Wir haben noch 20 Minuten bis zur Blutmondnacht. Puh, ich bin extrem weit weg von zu Hause. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Hier bin ich. Und ja, hier ganz, ganz weit hinten ist mein Zuhause. Warte mal, hier oben, da. Da ist mein Zuhause, mein kleines. Und ich habe mich extra weit wegbegeben, schon weit vor der Blutmondnacht, zwei Tage davor. Oder drei Tage zuvor schon auf die Suche. Und das ist auch sehr wichtig. Ich habe, Achtung, Kaffee und ein bisschen Bottled Water. Ich werde jetzt schon mal diesen Kaffee nehmen. Dann das Bottled Water rein. Nee, den Tee rein tun. Und jetzt geht's los. Die Blutmondnacht heißt, sie werden dich verfolgen. Und die Lautstärke ist nicht angepasst. Das heißt, alles ist etwas lauter als üblich. So, ich nehme schon mal meine Knarren raus. Ihr hört die Bienen ganz fleißig. Ihr hört die Hunde. Und sie werden mich gleich verfolgen. Sie hauen einfach alles knitterhagel kaputt, was hier rumläuft. Da ist die Blutmondnacht. Da. Und sie werden gleich kommen. Ich schaue mir nur noch die Richtung an, in die ich rennen muss. Genau in diese Richtung da hinten. Und jetzt jagen sie mich. Jetzt geht's los. Okay, ihr habt Kaffee getrunken. Ihr müsst allem ausweichen, was es nur so gibt. Behaltet ganz viel scheißen Kaffee bei euch. Jawohl, denn die Hunde sind verdammt schnell. Und vor allen Dingen, es gibt hier extrem interessante und superschnelle Zombies, die ihr selbst mit dem Gerenne nicht abhängen könnt. So, die Hunde alleine. Ich könnte jetzt langsamer machen und ihm einfach eins auf die Schnauze geben. Aber guck mal, die dreht sich jetzt schon weg. Was ist da passiert? Kann mir einer... Das ist mir beim LP auch passiert. Entschuldigung, habe ich jetzt verraten? Ja, beim LP ist mir da auch was passiert. Und zwar, die Hunde haben einfach abgedreht. Einfach so. Nachdem ich genau das abgemacht habe, was ich jetzt gemacht habe. Sprich also... Gucken, tatsächlich. In eine andere Stadt. Oh, Sensed ist doof, ja. In eine andere Stadt rüber. Mich da quasi vorbereitet auf die Blutmondnacht. Und dann von dort aus losgerannt, wie blöde. Hat immer nur ein paar Sekunden gedauert. Plötzlich waren die Hunde weg. So mitten in der Escape-Pause allerdings. Escape-Pause. Da war schon seltsam. Jetzt sagt plötzlich, ich hab's geschafft. Einfach nur wegrennen. Das kann nicht sein. Das glaube ich doch nicht. Ja gut, ich habe es tatsächlich geschafft, Blutmondnacht. Also hier wird nichts mehr passieren. Ihr dürft euch am Anfang einer Blutmondnacht tatsächlich nicht in eurem Eigenheim aufhalten. Denn genau dort, wo ihr jetzt seid, wenn die Blutmondnacht anfängt, genau dorthin werden alle Viecher hinbeordert. Absolut alle. So. Ich hole mir meine kleine Sniper hier wieder. Ihr müsst natürlich gut bewaffnet sein. Oder solltet gut bewaffnet sein. Es reicht natürlich auch, wenn ihr genügend Kaffee habt. Hier zum Beispiel knall ich jetzt einfach mal dieses dicke, fette Arschloch wieder. Sollte der ganze Rest kommen. So. Wir sehen jetzt überhaupt nichts. Absolut nichts. Das ist übrigens meine Singleplayer-Karte, die ich wesentlich länger gezockt habe schon als meine LP-Karte. Ihr seht, Tag 49. Ja, jetzt ist soweit. Jetzt werde ich wieder gehandelt. Nichts wie zurück hier. Hallo, meine liebe Tussi. Und da ist der Blutmond. Schaut euch das an, der Blutmond. So, jetzt einfach durchlaufen. Die Tussi kann mir gar nichts. Sie ist so langsam. Oh, da haben sich inzwischen noch mehr versammelt. Ich laufe jetzt einfach mal die Straße entlang. Ungefähr ein bisschen ducken, ja, undetected. Das heißt, die beiden laufen jetzt hier so noch ziellos durch die Gegend. Ich bin kurz abgebogen. Wenn ich jetzt nichts mehr mache, dann sollten die vorbeilaufen. Oder, wie ihr seht, stehen bleiben.
Also der Kniff ist, zwischendurch einfach mal hinhocken und gucken, wie der aktuelle Status von euch ist. In der Hocke seht ihr nämlich dieses Auge in der Mitte und das bedeutet, ihr seid absolut unentdeckt und niemand kann euch etwas anhaben. Naja, anhaben nicht gerade, aber wenigstens verfolgt euch jetzt niemand. So, diese kleine Straße. Ich bin ja gerade nicht mehr unter Einfluss vom Kaffee. Genau, der Kaffee ist weg. Und wir haben gerade mal 2 Stunden, die vorbei sind. Ich fange jetzt an zu laufen, schnapp mir trotzdem nochmal einen Kaffee. Ihr seht, da unten links die Leiste geht so langsam runter. Kann ich natürlich nichts tun. Darauf trinke ich erstmal einen Kaffee, dass das Ganze sich wieder auffüllt. So, und zwar die Wasserleiste. Entschuldigung, so. Und dann können wir hier weitermachen. Ein bisschen einfach nur laufen, und zwar in Richtung Heimat. Das wollte ich nämlich sowieso. Kurz mal ducken. Alles schön angedeckt. Auf die Karte gucken. Also das Stückchen bin ich jetzt weit gelaufen. Und ich muss noch extremst weit laufen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal Gas. Wenn ihr die gesamte Kackenacht durchlauft. Ja, hier bin ich schon wieder falsch. Die gesamte Kackenacht durchlauft. Aber da wollte ich sowieso hin. Passt mal auf, ich lauf mal direkt dran vorbei hier. Also nochmal, wenn ihr die Nacht durchlauft, dann habt ihr allerbeste Chancen beim Morgenanbruch, beim Anbruch des Morgens, beim Dawn of the Dead, könnt ihr dann die ganzen blöden Zombies vernichten. Natürlich nicht mit einem Schlag. Hier so ein blauer Stock reicht vollkommen aus. Normalerweise One-Hit-Wonder. Natürlich nicht bei so Fettsoos. Die brauchen dann schon ein paar mehr Schläge auf den Hinterkopf. So, die laufen zwar noch hinterher, aber sobald ich mich ducke, bin ich undetected. Ihr seht es. Sie laufen nur noch ein paar wenige Meter, aber dieses Fräulein hat mich schon entdeckt. Hier, Fräulein, guck mal hier. Bam! Die sind übrigens in der Nacht wesentlich schlechter zu erwischen. Und vor allen Dingen tauchen sie immer wieder frisch aus dem Gebüsch auf. Also, nehmt die Beine in die Hand und verschwindet. In diesem Falle nochmal ein kurzer Blick auf die Karte. Ich bin mal wieder total in die falsche Richtung abgelenkt und gut, dafür entdecke ich jetzt neue Sachen. Wie zum Beispiel dieses kleine Kinderhort hier hinten. Kinderhort, warum? Na, ganz einfach, passt mal auf. Ich laufe einfach nur einmal drumherum. Und was passiert? Na, ganz einfach. Schon habe ich 30 Kinder hinter mir am Her laufen und rennen. Da sind sie alle. Schaut mal. Einmal nur drumherum. Das hat schon gereicht. So. Über den kleinen Weg wieder hier rum. Oh, hier laufe ich direkt nach Hause in diese Richtung. Ja, das mache ich gleich. Ich folge aber so halbwegs der Straße da. Da sind die ganzen Kinder irgendwo hinten gut versteckt. Ich bin schon wieder undetected. Sie haben gar nicht gesehen, dass ich abgebogen bin. Ihr seid so doof, meine lieben Freunde. Ihr seid so doof. Wir haben noch 2, wow, wer hat mich da entdeckt? Verdammt doch mal. Okay, sie können weit gucken. Sie können weit riechen. Sie können alles sehr weit. Ich laufe in die Straße hier hoch, da unten. Da bin ich gar nicht lang. Wir laufen. Der Kaffee unten links, wie ihr seht, ist noch im Wirkungsbereich. Das heißt, wenn ich mich jetzt wieder umdrehe, sie laufen noch, ich bleibe stehen. Sie bekommen nichts mit. Das sind diese 30 Sekunden. Gleich bleiben sie stehen. Zack, Nummer 1, 2, 3, 4. Nichts mehr. Ab jetzt könnte ich einfach nur stehen bleiben, aber nichts da. Wir laufen jetzt die Nacht hier komplett durch. Wir wollen nach oben. Und wir entdecken zufälligerweise noch eine weitere Stadt. Sehr schön, denn das ist nämlich immer von Vorteil, Städte zu entdecken oder auch wenn es nur kleine Gebiete sind. Oh, hallo. Dich töte ich noch. Dich nicht. Ich laufe jetzt weiter, weil der Rest, der kommt jetzt gleich hinterhergelaufen. Dann gucken wir einmal. Eine weitere Stadt entdeckt, die ich bei Tage durchforsten kann. So, ich werde exakt einmal herumlaufen, um dann zu sehen, wie groß die Stadt ist, und zwar Richtung Norden. Städte sind übrigens immer Nord-Süd ausgerichtet oder Südwest. Und ich sehe schon, jetzt habe ich ein Problem. Ganz schnell mal einen Kaffee nachtrinken. Immer darauf achten, links die Leiste, dass der Kaffee gut gefüllt ist. Sonst habt ihr ein tierisch großes Problem.
So, hier geht es auch runter. Tatsächlich. Dann laufe ich jetzt einfach hier weiter. Oh, was ein geiles Bild. Immer weiter. Immer weiter. Durch die Nacht. Durch den Nebel. Blutmond. Ich sehe den Blutmond gar nicht mehr. Ist auch gar nicht so wichtig. So, ich sehe, die Stadt ist, ja, moderat. Echt moderat, würde ich sagen. So mittelgroße Stadt. Da sind noch jede Menge Bäume dazwischen. So, und ab jetzt laufe ich. Oh, es ist Wintergebiet. Ja, da kann man super gut sehen. Laufe ich mal ein kleines bisschen. Wir dürften jetzt eigentlich unentdeckt sein. Mal nochmal. Oh, wunderbar. Also so eine mittlere Stadt, so klein. Mehr ist das nicht. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. So, Moment. Bekomme ich natürlich ebenfalls. Und wir laufen hier und stapfen hier durch den Schnee. Wir haben noch eine Stunde und 20 Minuten auszuharren, bis das Ganze hinter uns ist. Bis wir uns wieder auf befriedeten Gebiet befinden. Ich könnte ja mal probieren, diese Tussi da. Oh, One-Hit ist ja geil. One-Hit ist immer gut. Iron Health Helm Schematic. Ich guck mal gerade, ob ich den schon habe. Natürlich habe ich ihn, kann ihn also tatsächlich so in dieser Form nicht gebrauchen. Weg mit dir, mein guter Freund. Nehmen wir halt einfach mal diesen Arrowhead, diesen eisernen. Wir haben jetzt wieder ein kleines bisschen Zeit, um zu sammeln, aber ich sehe schon, das funktioniert nicht. Wir sind eh schon voll beladen. Ich habe jede Menge Zeugs. Ultra viel Zeugs. Was total unsinnig ist. Laufe jetzt einfach noch die letzte Stunde nach Hause. Es ist noch ein sehr langer Weg. Vielleicht schaffe ich so knapp die Hälfte davon während dem Nachhauseweg. Und dann wisst ihr genau Bescheid. Also die lange Nacht überlebt ihr eigentlich nur mit Kaffee. Wenn ihr irgendwo an einem Ort stehen bleibt, die werden euch die Bude einrennen, die Viecher. Selbst die hier laufen wie Hölle. Aber das sind spezielle, und zwar die aus dem im Skigebiet. Ich werde jetzt hier nicht weiter nachhaken. Ich werde einfach weiterlaufen. Wow, was für ein Gebrüll und was für ein Geschrei. Auf jeden Fall bieten diese Zombies euch im Schneegebiet deutlich mehr Waffen und Schießpulver. Seid euch dessen bewusst. Karte, hier war ich noch nicht. Weiter geht's. Ich bin bis jetzt nur da oben mal kurz reingekommen. Ich laufe also einfach strack weiter. Irgendwo muss diese Karte ja hinführen. Währenddessen lädt natürlich die nächste Folge hoch, und zwar 7 Days to Die oder die nächsten Folgen, die ich dann freischalten werde. Aktuell ist es Upload ausstehend Folge 59 von Season 2. Und wieso zweigt der Weg hier ab? Ja, ganz einfach, weil er irgendwo anders hinführt. Und zwar da hinten her. Ich laufe jetzt tatsächlich einfach mal hier weiter. Denn die Nacht ist gleich vorbei. Obwohl ich euch eigentlich gerne mal meine Hütte zeigen wollte, mal ganz kurz. Aber wir haben nur noch wenige Minuten. Und dann ist die Nacht vorbei. Damit wäre das Tutorial, naja, wenn es ein Tutorial ist, auch schon erledigt. So, mein Kaffee ist alle. Ich kann nicht mehr laufen und die Zombies ebenfalls nicht. Die sind einfach völlig außer Puste. Ich kann mich nur noch hinknien und den alle in den Schädel geben. So, wunderbar, wunderbar. Ihr wisst Bescheid, so überlebt man Nächte. Und mit diesem wunderbaren Anblick verabschiede ich mich bei euch. Bei diesem glitzekleinen How to Survive the Seventh Night of 7 Days to Die. Goodbye.